So we are going to kick off the first discussion on EU copyright directives. So this is all about Europe needing a shared digital area of responsibility. So the EU copyright directive is a result of a very extensive legislation process. And the aim is a balance between the interests of platforms, consumers, creatives, and all of their partners. And the Ministry of Justice and Consumer Protection is currently taking a special route and rebrewing old topics. So here to discuss all of this and more, including European and international copyright law, we have a very impressive speaker, Dr. Florian Drucker. He studied law in Berlin and Toulon. And in 2006, he started as the legal counsel at the Bundesverband, and he eventually became the managing director and is now the chairman and CEO. He's testified as an expert in different committees of the German and European Parliament. He's an author of multiple articles on digital policy, copyright law, and related topics for German media. He's the co-editor of the standard reference work of the Handbuch of Musikwirtschaft, a member of numerous boards and committees, and a co-president of the German-French Culture Council. So please welcome Dr. Drucker. Guten Morgen. Schön hier zu sein, leider ohne Publikum, aber umso mehr schön, dass es klappt auch dieses Jahr. Danke für die Anmoderation. Urheberrecht, unser Thema, das uns lange beschäftigt. Hinter mir sehen Sie die Branchenrealität, denn für uns ist es wichtig, auf Basis dieser Realität zu diskutieren. Das ist die Realität unserer Branche. Es ist vor der Pandemie natürlich klar eine anhaltende Talfahrt, die man sehen kann zwischen der Jahrtausendwende und dem Jahr 2013. Im Wesentlichen bekanntlich ausgelöst durch die Tauschbörse Napster. Als erste Branche wurde die Musikindustrie damals durchgeschüttelt durch den Orkan namens Digitalisierung, komplett durchgepustet, ist erschrocken, hat sich kräftig geschüttelt und sich dann aber den neuen Bedingungen angepasst und sich den Anforderungen der digitalen Wirtschaft gestellt. Seit 2013 geht es wieder bergauf. Warum? Weil bezahltes Audio-Streaming für Nutzerinnen und Nutzer ein sehr attraktives Angebot ist. Das wissen die meisten von Ihnen sicher selbst. Klar, mehrere Jahre in Folge hat das Premium Audio Streaming den Weltmarkt erobert, in die Gewinnzone getrieben zwischen 2015 und 2019. In Deutschland wuchs der Umsatz 2019 um mehr als 8%. Und sogar in Corona-Zeiten, die wir alle gerade durchleben, ist die Realität eine andere, nämlich die monatlichen Ausgaben für Musik in fast allen Formaten sind zwar zurückgegangen, aber im Bereich des Streaming ist nach der gerade erschienenen Musiknutzungsstudie das Streaming weiter gestiegen um 22%. Mit 29% bleibt kostenpflichtiges Streaming auch hinsichtlich der Nutzerreichweite auf konstant hohem Niveau. Unsere Branche hat rund 60 Millionen Songs lizenziert, global für die Nutzung im digitalen Raum und macht fast jede Nutzung auf fast jeder Plattform möglich, heutzutage. Warum sage ich das? Gerade heute, an einem Tag, an dem der Lockdown Light noch gerade im Beginn ist und wir in der Musikwirtschaft in vielen Teilbereichen, so ja auch hier, sehr stark betroffen sind. Zuvorderst der Live-Sektor, klar. Warum sage ich das? Warum sage ich das zu einem Moment, wo die Existenzgrenze von vielen wirklich erreicht ist. Um zu zeigen, wie konsequent sich die ehemaligen Schallplattenfirmen der Disruption gestellt haben und sie diese ihrerseits mit neuen disruptiven Geschäftsmodellen längst umarmt haben. Die Branche also, die von der Netzgemeinde immer als die Neulandverschlafer belacht wurde. Das höre ich heute immer noch ab und zu. Zum Glück ist es in dem Maße weniger geworden, wie sich längst alle anderen Branchen auch und die Gesellschaft insgesamt hier der Digitalisierung stellen muss und sich fragen muss, wie kommen wir dort an? Ich sage es auch deshalb, ja. Vor allem aber sage ich es, weil wir in der aktuellen Extremsituation spüren, wie wertvoll kreative Inhalte sind, wie wertvoll die gerade in dieser Zeit die Musik, Bilder und Geschichten sind. Und ich sage es, weil genau in dieser Zeit die Verlagerung des Musikkonsums in den digitalen Raum
noch einmal beschleunigt wird. Und damit eben auch die mit der zunehmend online stattfindenden Musiknutzung erzielten Umsätze. Im ersten Halbjahr wurden bereits 3/4 unserer Umsätze online generiert. Damit hat sich der Split innerhalb von 6 Jahren genau umgedreht. Also der Split online und physisches Geschäft. Das ist Wahnsinn, was wir durchlebt haben. Und es ist so, dass viele anderen Branchen genau darauf schauen, was wir durchleben. Wenn man sich die letzten Jahre und Jahrzehnte davor anschaut, dann sind die 10er-Jahre dieses Jahrhunderts eigentlich ein Bild wie in einem Zeitraffer. Der Rechtsrahmen, über den ich sprechen will, der entspricht eigentlich eher einem Standbild oder einer Reise in ein Land vor unserer Zeit. Ein Haftungsrahmen für die digitale Welt, in der das Urheberrecht eingebettet ist und der nach unserer Überzeugung immer noch die falschen Incentives setzt. Ein Urheberrecht, das neuen Geschäftsmodellen eigentlich immer noch staunend und hilflos gegenüberstand und es bis heute tut. Das führt zu der Entwicklung neuer Plattformen und damit auch zum Beispiel von User-Generated Content und YouTube. Die neuen Möglichkeiten haben viele selbst zu Kreativen, zu Prosumentinnen und Prosumenten gemacht. Sie haben gekonnt durch Katzenvideos geführt und mit sicherem Gespür auch noch die richtige Musik eingesetzt. So war das, genau. Längst lizenziert. Katzenvideos sind kein Problem, alles andere eigentlich auch nicht, was der Verbraucher, die Verbraucherin im Netz heute suchen. Was aber immer noch ein Problem ist, ist die Tatsache, dass User-Upload-Plattformen wie YouTube, es geht nicht nur um YouTube, aber YouTube ist das prominenteste Beispiel, dass sie kreative Inhalte einerseits zugänglich machen und seit vielen Jahren sehr viel Geld durch Kuratierung und Werbeschaltung verdienen. Nach den jüngsten Daten hat YouTube gerade in einem einzigen Quartal mehr als $5 Milliarden durch Anzeigen erwirtschaftet. Ich wiederhole es, $5 Milliarden innerhalb von 3 Monaten. Dadurch, dass man Werbung vor die Inhalte von anderen schaltet. Es ist also nicht die Plattform, die Werbung für Musik macht und damit die Musikverkäufe erhöht, sondern es sind die Inhalte zu einem wesentlichen Teil Musik, die es der Plattform ermöglichen, Werbung zu verkaufen. Dieses Geschäftsmodell ist, wie gesagt, bereits seit sehr vielen Jahren erfolgreich. Es ist etabliert. Trotzdem aber waren solche Plattformen bisher noch immer von der Verantwortung befreit, den Inhabern der Rechte, also unseren Mitgliedern, an diesen Inhalten reguläre Nutzungslizenzen zu zahlen. Anders als die Audio-Streaming-Dienste wie Spotify, Deezer, Amazon, Apple Music. Die zahlen reguläre Lizenzen. Längst sind diese User-Upload-Plattformen unsere Partner. Unsere Mitglieder arbeiten an vielen Stellen mit ihnen zusammen, haben ein gemeinsames Ökosystem erschlossen und besetzt. Gleichwohl muss ein moderner, selbstbewusster Gesetzgeber gegenüber solchen Plattformen endlich aus dem hilflosen Staunen herauskommen und für Partnerschaften auf Augenhöhe sorgen. Das Europäische Parlament und der europäische Gesetzgeber insgesamt ist im vergangenen Jahr solch einen mutigen Weg gegangen. Zu einem Rechtsrahmen, einem Update, der zugleich ein zeitgemäßes Verständnis des Plattformgeschäftsmodells abbildet, um es dann Kreativen und ihren Partnern zu ermöglichen, für die Nutzung ihrer Werke faire Preise auszuhandeln. Ein Kompromiss und fein austarierter Interessensausgleich nach einem langwierigen demokratischen Prozess. Ein Prozess begleitet von Protest und Sorge um vermeintlich Upload-Filter, die dann angeblich die Freiheit der Meinungsäußerung tiefgreifend einschränken würden. Gut orchestriert von YouTube und Co. Interessanterweise sind wir an anderer Stelle umgeben von vielen Menschen, die nach wie vor Verantwortung und Spielregeln im Netz fordern, wenn es um Hate Speech und Fake News ging. Das sind für uns 2 Seiten der gleichen Medaille. Es geht um harte Verantwortung. Die verabschiedete sogenannte DSM-Richtlinie will zum einen die notwendige Augenhöhe im gemeinsamen digitalen Geschäftsraum, Kreativraum herstellen. 20 Jahre nach dem Napster-Schock, können ihn hier nochmal sehen, ist es an der Zeit, hier die Kinderkrankheiten der Internetregulierung zu überwinden und Geschäftsmodelle, die ich gerade benannt habe, in die Verantwortung zu nehmen. Angebote also, die von der Investition und Kreativität anderer nicht nur existieren, sondern erhebliche Einnahmen dadurch generieren. Die Börsenwerte
sind mittlerweile längst bekannt. Zum anderen will die Richtlinie einen europäischen Rechtsrahmen, einen harmonisierten digitalen Binnenmarkt. Ein zentraler Aspekt, der in Zeiten, in denen sich zentrale Akteure der Digitalisierung außerhalb von Europa befinden. Und Kommissarin Vestager gerade am vergangenen Sonntag in diesem Kontext noch einmal etwas sehr Spannendes auf den Punkt gebracht hat, nämlich für die Unternehmen muss von Anfang an klar sein, wenn sie auf dem europäischen Markt aktiv sein wollen, einem großartigen Markt, sagt sie, dann müssen sie sich auch an bestimmte Regeln halten. Gerade gesagt am Sonntag. Die Richtlinie muss nun, wie es sich gehört, in nationales Recht umgesetzt werden. Da gibt es einen bestimmten Rahmen, in dem das getan werden muss. Frankreich wird diesen Text weitgehend wortlautgetreu umsetzen. In Deutschland hingegen hat sich unser Justiz- und Verbraucherschutzministerium aufgemacht, besonders kreative Umsetzungswege zu suchen und zu beschreiten. Um es mit den Worten der Justizministerin zu sagen, es gibt Länder, die die Richtlinie 1:1 umsetzen wollen, Frankreich zum Beispiel. Aber so einfach wollen wir es uns nicht machen. Warum eigentlich nicht, fragt man sich da. Die Kreativwirtschaft läuft jedenfalls hierzulande Sturm und nicht in Frankreich. Zurück zur kreativen Umsetzung. Tatsächlich, der Referentenentwurf seit Mitte Oktober auf dem Tisch ist meilenweit entfernt von dem europäischen Kompromiss, von der europäischen Version. An vielen Stellen steht er unseres Erachtens im direkten Widerspruch zu der Ursprungsidee. Man könnte sagen, er betreibt eigentlich die Disharmonisierung des europäischen digitalen Binnenmarkts. Das BMJV macht dadurch auch alte Diskussionen wieder auf. Und es interpretiert alte gefundene Kompromisse neu. Darüber hinaus sind sich viele Fachleute einig, dass die Ideen, die in dem Entwurf sich widerspiegeln, dem europäischen und auch dem internationalen Urheberrecht widersprechen. Beispielsweise sieht die Richtlinie vor, dass sich Plattformen künftig aktiv um den Erwerb von Lizenzen bemühen müssen, also ganz hart in die Verantwortung genommen werden. In Deutschland dagegen will das BMJV lieber die Rechteinhaber verpflichten, Lizenzen anzubieten und nimmt damit die Plattform wieder aus der Verantwortung. Wir als Branche laufen wieder hinterher. Das klingt im Vergleich zu anderen Bereichen eher als eine Technicality, als einen technischen Bereich. Aber anderes Beispiel, durch die Einführung von Bagatellschranken werden mal eben 20 Sekunden eines Songs der Verfügung entrissen und dadurch für weitestgehend vogelfrei erklärt. Und das in einem Umfeld, in dem mittlerweile jeder mitbekommen haben sollte, dass neue Plattformen wie beispielsweise TikTok die kürzer gewordene Aufmerksamkeit der Jüngeren in ein neues Geschäftsmodell verwandelt hat, indem es, Sie erinnern sich, wieder im Wesentlichen um Musik geht. Ich könnte diese Liste fortführen. Der Entwurf des BMJV lässt aber auf diese Weise nicht nur die Wertschätzung für die Kultur- und Kreativwirtschaft in erschreckender Weise vermissen. Er offenbart auch eine mindestens gestrige Haltung gegenüber den Online-Plattformen und ihrer Rolle im Ökosystem Kreativwirtschaft. Das ist sehr irritierend. Denn gerade hinsichtlich der mehr von einer technisch neutralen Plattform sind wir doch als Gesellschaft längst viel weiter. Die gesellschaftliche Lernkurve ist in den letzten Jahren viel deutlicher gewesen. Und genau dieses moderne gesellschaftliche Verständnis respektiert die europäische Richtlinie, da sie das digitale Lizenzgeschäft als Lebensader der Kreativwirtschaft anerkennt, in unserer Branche so offensichtlich wie in kaum einer anderen. Und damit auch anerkennt, dass hier diese Lebensader im digitalen Raum verankert und respektiert werden muss. Deshalb ist es entscheidend für uns, dass die Richtlinie in Deutschland korrekt umgesetzt wird, dass die Geisterfahrt beendet wird und wir hier, und da ist das BMJV aufgerufen, dringend rechtliche Klarheit gesorgt wird, europäisch harmonisiert und ohne Sonderlocken. Um noch einmal unsere Justizministerin zu zitieren, wir haben hier in Deutschland nun einmal eine große Kreativwirtschaft, die wir berücksichtigen wollen, sagt sie. Es ist ja nicht so, dass ein Lied vom Himmel fällt. Da steckt richtig viel Arbeit drin. Liebe Frau Lambrecht, Sie haben es neulich selbst gesagt. Ein Lied fällt nicht vom Himmel. Da steckt richtig viel Arbeit drin. Genau deshalb, bitte setzen Sie
Artikel 17 und die gesamte Richtlinie korrekt um. Denn das schafft für unsere Branche die Rechtssicherheit für die Zukunft und für neue Ufer, auf die wir uns aufmachen können, und kreiert kein Chaos im digitalen Raum. Der Eindruck in der Branche ist, dass jetzt nach hinten wieder neue Schranken geschaffen werden, die uns vorne beschädigen. Das kann nicht sein. Ohne Bagatellgrenzen und Co. Bitte lassen Sie das weg. Sie würden den Künstlerinnen und ihren Partnern, die richtig viel Arbeit in ein Lied gesteckt haben, helfen, wenn wir die Richtlinie korrekt umsetzen. Vielen Dank.